Also, ich heiße Heidemarie Schröder und wohne hier in Grünheide. Und im Sommer 20, als das mit den Einwendungen und mit den Erörterungen losging, gab ja auch Corona und Verzögerung, da haben sich Frauen, hauptsächlich Frauen, vom Berliner Wassertisch an mich gewandt, die vor mehr als 10 Jahren die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe durchgekriegt haben. Ja! Und die haben mich gefragt, wie ist denn das bei euch mit Bürgerbeteiligung? Und ich habe ihnen gesagt, dass wir verarscht werden, dass unsere Einwendungen ein Feigenblatt sind, aber das Werk parallel zum Genehmigungsverfahren entsteht und damit die Aussage, dass Tesla auf eigenes Risiko baut und zur Not Frank helfen wir mal. Und bei Versagen der Genehmigung rückbauen muss, dass das natürlich eine Lüge ist. Entschuldigung. Auf alle Fälle haben wir uns zusammengetan, konnten uns gut leiden und haben gesagt, Wasser kennt keine Ländergrenzen. Ob nun Brandenburg oder Berlin, das, was hier an Wasser verschwendet wird oder das, was hier in die Spree gekippt wird, das fehlt eines Tages im Wasserhahn der Berliner oder kommt als Verschmutzung an. Ich kenne fast alle von euch, insofern brauche ich euch an Fachlichem nicht so schrecklich viel zu erzählen, aber ein paar Punkte will ich nennen. Also die Wassertafel, ihr könnt mal ins Netz gehen, wassertafel.org, Wassertafel Berlin-Brandenburg. Wir haben da schon eine Menge Aktionen aufgelistet und auch viele Informationen, Daten, Grafiken eingestellt, sodass man sich ein bisschen zu dem, wogegen wir heute demonstrieren, belesen kann. Unsere Themen sind Wasser, Trinkwasserverbrauch, Grundwasserverschmutzung und die Gefährdung von Seen und Flüssen. Dass wir eine wasserarme Region sind, wisst ihr. Wir haben als Wassertafel den Chef von den Wasserwerken Erkner-Strausberg besucht und gesagt, wie ist denn das mit der Nachhaltigkeit? Der Wasserverband verbraucht ja oder fördert viel mehr Grundwasser, als Grundwasser neu gebildet wird. Wenn man sich die Umgebung der nördlichen Wasserfassungen ansieht, dann sieht man die Seen, die dort in der Umgebung sind, der Herrensee, der Elsensee, der Stienitzsee, der Straußsee, die Latzseen, die sind alle leer. Und in den letzten 5 Jahren fehlt ein ganzes Jahr Niederschlag. Eigentlich sagen die Geohydrologen, in so einer Situation müsste überprüft werden, gehen die Förderungsraten, die wir betreiben, eigentlich noch? Das Gegenteil passiert. Das 2- bis 3-fache der Grundwasserneubildung wird schon gefördert. Und am 8.11. stand in der Märkischen Oder-Zeitung, dass der Wasserverband sich gezwungen sieht, um 60% seine Förderungen zu erhöhen. Man kann mit seinen Brunnen hunderte Meter tief gehen, kann das Grundwasser unendlich absinken. Aber die Seen trocknen aus und die Flora und Fauna, die daran gebunden ist, die geht zugrunde. Ich fand sehr bemerkenswert, in dem gleichen Artikel hat das Umweltamt sich geäußert zu dem Missverhältnis von Wasserförderung und Grundwasserneubildung. Die Aussage war, bei Tesla ist das alles ganz anders. Dadurch, dass die Bäume nicht mehr da sind durch die Entwaldung, passiert ja keine Verdunstung und dadurch sickert das Regenwasser gleich in die Grundwasserleiter rein und wir haben also mehr Grundwasser zur Verfügung. Das ist doch eine hervorragende Aussage. Wenn man das extrapoliert,
wozu sorgen wir uns um den Regenwald im Amazonas? Wir brauchen bloß den ganzen Globus zu entwalden und zu versiegeln. Dann steht alles Grundwasser für uns zur Verfügung. Wir brauchen nicht mehr zu teilen. Wir haben es für unsere Industrie, für Teslas und so weiter. Also das fand ich bemerkenswert. Dann, was das Grundwasser betrifft. Vom ersten Tage an, oder ich sag's mal anders, gerade in diesem Jahr wird ja zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, wir leben in einer Demokratie. 30% der Bevölkerung der Welt können das nur noch für sich reklamieren. In einer Demokratie gelten Regeln und Gesetze. Tesla hat im Wasserschutzgebiet gebaut. Dort gilt das Wasserschutzgesetz. Laut Wasserschutzgesetz ist es verboten, Bohrungen zu setzen, die die kleine, dünne, schützende Schicht über den Grundwasserleitern verletzen. Tesla hat, ich glaube, Werner, bald 2000 Pfahlbohrungen gesetzt, um seine Fundamente zu sichern und zu befestigen. Ich könnte diese Liste, und ihr kennt die genauso gut wie ich, unendlich fortsetzen. Löschwasser, Vorhaltebecken, Regenwasser, Sammelbecken, Chemiefabrik, Batteriefabrik, mitten im Trinkwasserschutzgebiet. All das ist laut Wasserschutzgesetz in dem Gebiet verboten. Was nutzen uns in unserer Demokratie unsere Gesetze, wenn sie nicht eingehalten werden? Die Christiane, und ich bin sehr froh darüber, dass sie als Chefin des Brandenburger NABUs hier so ganz klar Stellung bezogen hat. Denn das war vor 2 Jahren mit Herrn Spitz-Gersch noch nicht. Der hat mich bei den Erörterungen abblitzen lassen und hat gesagt, ja, es geht doch um Arbeitsplätze. Der Chef vom NABU. Also da bin ich sehr froh, dass sich das geändert hat. Es war ja von Anfang an das Totschlaginstrument Arbeitsplätze und das zweite Totschlagargument Verkehrswende, CO2-Ersparnis. Inzwischen zeigt sich, was Elon Musk für ein Arbeitgeber ist. Nicht nur seit Twitter, sondern auch in Shanghai der Umgang mit der Corona-Krise. Die Leute mussten im Werk schlafen, damit sie nicht in die Quarantäne mussten. In Austin, in Texas, hatte Corona überhaupt gar nicht anerkannt. Die Leute warten in Austin auf die Bezahlung von Überstunden. Elon Musk verlangt von seinen Arbeitern, dass die 70 Stunden pro Woche, er selbst arbeitet ja 120 Stunden pro Woche, arbeiten. Von Gewerkschaften will er nichts wissen. Also was für ein Arbeitgeber ist das, den Steinbach und Woidke mit Hängen und Würgen uns hier nach Brandenburg auf den Hals holen? Das zweite, Verkehrswende. Also es ist klar, dass wir alle, die wir hier stehen, für Fahrradwege, für Fußwege, für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sind. Wenn man nun, wir haben aber auch immer von Leuten, von Umweltschutzvereinen gesagt bekommen, das Elektroauto ist eine Übergangslösung und es ist doch besser als Benziner und als Diesel. Guckt mal bitte auf unsere Seite wassertafel.org. Wir haben wirklich Fachleute befragt, bringt das etwas an CO2-Ersparnis? Und die haben verglichen, ein wichtiger Mann ist da Wolfgang Lobeck, der war 30 und mehr Jahre Mobilitätsexperte für Greenpeace. Der weiß, worüber er redet. Wenn man von dem ersten Teelöffel Lithium, der gefördert wird, bis zum Recycling der Batterie genau guckt und nicht schummelt, nicht die breiten Reifen, den Abrieb, den Feinstaub rauslässt und dumm rechnet, sondern wirklich genau rechnet, dann ist nicht ein Molekül CO2 gespart. Also sowohl der Arbeitgeber als das Produkt taugen nichts. Und dafür wird unser Wald und wird unser Trinkwasser zerstört.
dass wir uns heute an einem Tag, wo die Sonne nicht scheint, hier alle den Hintern abfrieren, hat damit zu tun, dass am kommenden Donnerstag die Gemeindeverwalter dafür abstimmen sollen, dass der Bebauungsplan für das Tesla-einrahmende Gebiet geändert wird und dass wieder Wald gefällt wird, dass Elon Musk wieder 170 Hektar Wald zur Verfügung haben wird und fällen wird. Unsere Botschaft an die Gemeindevertreter heute ist: kein Baum mehr für Tesla. Wir werden oft gefragt, ja, warum protestiert ihr überhaupt noch? Tesla steht doch. Es sind zwei Gründe. Erstens macht Tesla Schule, nicht nur in Brandenburg, sondern in Gesamtdeutschland. Und das Traurige ist, unter der Leitung der Grünen, die zum Totengräber grüner Politik werden. Wir hatten schon mal Kommunisten, die das Projekt des Sozialismus gegen die Wand gefahren haben. Jetzt haben wir Grüne, die die Umweltpolitik an die Wand fahren. Es ist wichtig, dass sich die kleinen Bürgerinitiativen, sei es in Hohensaaten wegen der Photovoltaik und der Abholzung des Waldes dafür, dass die sich melden und sagen: Liebe Gemeindevertreter, ihr vertretet unsere Interessen nicht. Kein Baum mehr für Tesla. Ich danke euch. Ja.